So Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Super Mario Advance 4, mit so einem richtigen aka Super Mario Brothers 3. Und das letzte Mal hatten wir auch die fünfte Welt abgeschlossen und uns von diesen schönen Wolken im Himmel verabschiedet und begeben uns jetzt natürlich in die eisige Kälte. Und zu meiner Verteidigung auch an der Stelle, ne, es schneit doch gerade wirklich heftig draußen bei uns und ich friere mir auch gerade den Arsch ab. Nichtsdestotrotz, da es auch gerade sehr gut zu dieser Welt passt, sind wir auch natürlich auch bereit, sind wir natürlich auch bereit, diese Welt hier mit größter Kälte zu durchstehen. Und, die Items muss ich mal kurz durchchecken. Ja, okay, bei Luigi haben wir nach wie vor immer noch zu viele Powerflügel. Okay, dann schauen wir erstmal mit dem ersten Level. Und ja. Hoffentlich sind alle noch nebenbei schön ins neue Jahr gerutscht. Ich kam ja noch nicht irgendwie dazu, euch ein frohes Neues hier auf YouTube zu wünschen. Nur die Leute, die mich auf Twitter verfolgen, habe ich das bis jetzt getan. Von daher tue ich das jetzt nochmal rückgängig machen und werde das jetzt auch auf allen Seiten füllen. So, okay, aber, ja. Das erste Level ist natürlich keine Belastung für uns, weil wir auch sowieso mit der Kraft unserer Feuerbälle, nein, den ich jetzt gerade kaputt gemacht habe, eigentlich durch die ganzen Gegner durchschlagen. Seht ihr, kaum verliere ich meine Feuerblume, geht alles schief. Hier hätte ich zum Beispiel sehr gut gebrauchen können, ne? Verschwinde bitte. So, aber wir haben das Ziel erreicht. Von daher war es halb so tragisch eigentlich. Aber okay, gut. Dann sind wir auch wieder ganz bequem ins Spiel eingestiegen. Und natürlich wartet das Memory-Spiel genau am Startpunkt auf uns, wo wir mit Mario hoffentlich mehr bessere Items kriegen. Denn das erste Mal hatten wir nur 2 Sterne gekriegt und ich kann mich nicht mal an die Places erinnern. Wo waren die nochmal? 20 Münzen hier? 10 Münzen hier! Dreck! Oh, 20? 20! Pilz? Feuerblume. Mist. Aber hey, wir haben 20 Münzen gekriegt, ne? Eigentlich so ziemlich eines der billigsten Preise, die man in dem Spiel kriegen kann. Ja, schön und gut, wenn man 100 Münzen hat, kann man natürlich wieder ein One-Up kassieren. Weil die Münzen, die wir dabei haben, tragen ja mit uns. Aber, ja, One-Up kann ich mir einfach auch so holen, wenn ich will. Aber auch beim Facetten, beziehungsweise Face-Setting, haben wir auch richtig verkackt. Dann starten wir doch gleich mit dem zweiten Level. Welches was sein wird? Genau, eines meiner schönsten und liebsten Levels auf der Welt. Ein Scrolling-Level. Und ich bin voll motiviert, weil ich jetzt auch weiß, wo ich laufen werde und so, meh. Aber, Gott sei Dank, rutschen wir hier nicht so hässlich auf dem Boden. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das bei den Eisblöcken auch so fest ist. Spiel! Ich wollte gerade sagen, willst du mich hier gleich in den Kanten hier stecken lassen? Das würde ich voll nicht feiern. So, okay. Bis jetzt aber boxen wir uns aber auch wieder ganz bequem hier durchs Level. Was auch wirklich schön wäre, wenn ich meinen Tanuki-Schwanz hier behalte, weil man könnte wirklich Schwierigkeiten beim Springen haben. Wie zum Beispiel hier, ne? Da müsste ich auch wieder so schön präzise springen, was ich jetzt auch gerade im First Try richtig easy schaffe. Aber ihr wisst, dass auch mir Missgeschicke passieren kann. Da muss ich bei den vorherigen Parts ja nichts erwähnen, ne? Ach, dieser Turm, ne? Dieser feurige Turm da aus dem letzten Part, der verfolgt mich immer noch. Und das ist leicht schmerzhaft. So, oh, ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt so eine Feuerblume gewesen wäre, wäre ich doch lieber weggelaufen. Aber seht ihr? Zum Thema One-Up. Den kann ich mir einfach so holen, wenn ich will. Habe ich jetzt auch getan. Hier kann man eigentlich auch zum Beispiel schwimmen gehen, aber das will ich jetzt auch lieber nicht riskieren, weil kann es, dass ich dann irgendwie instant hier runterfalle. Und das wollen wir natürlich nicht. So, Level geschafft und wir erhalten natürlich auch eine weitere Sternkarte. Ich möchte das auch weiterhin so keepen. Okay. Dann würde ich gerne mit Luigi den Hammerbruder besiegen, damit wir Mario direkt das dritte Level machen können. Ah ja, und natürlich schaffen wir es jedes Mal bei den Hammerbrüdern, oder zumindest in den meisten Fällen, unsere Items zu verlieren. So, aber nichtsdestotrotz will ich hier hoffen, Items zu finden, was aber scheinbar nicht der Fall ist. Und ja, wir haben einen Hammer gekriegt, einen weiteren Hammer, um Sachen zu skippen, behalten wir aber trotzdem mal. Man könnte immer noch Sachen skippen, wie zum Beispiel halt, wo Luigi gerade steht, rechts davon ist so ein Stein, da können wir zum Beispiel hier, so einen Hammer einsetzen und uns durchschlagen. Will ich aber persönlich gesehen jetzt nicht machen, weil, nee, wir wollen das natürlich alles auf einem fairen Weg schaffen. Wir können die Items immer noch im Nachhinein benutzen, wenn wir wollen, weil die Item-Linsen sind dann auch sowieso, endless und, die Hammerbrüder werden demnach auch wieder respawnen. Das bedeutet, wir können uns auch wieder bei den ganzen Hämmern und so bedienen. Ich würde aber auch sowieso gerne die ganzen Items hier mal behalten. Theoretisch könnte ich auch nicht da durchrennen, aber ja, meine Angst ist zu groß, um das zu riskieren.
Nein! Nein, 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 nein! So. Okay, mehr Münzen, mehr Münzen, mehr Münzen. Wow. Das waren nicht einmal 10 Münzen. Und ich vergeude meine Zeit damit, Münzen zu sammeln. So, aber nichtsdestotrotz haben wir das jetzt geschafft. Und ich hätte jetzt gerne meine 5 One-Ups. Hat nicht hingehauen. Wieso hat es nicht hingehauen? Ich war doch gerade im richtigen Tempo. Und so gut ich weiß, war ich auch nicht nah am Ziel. Oder? Ne, ich behaupte es jetzt mal nicht. Also dann, Luigi, warte. Ja, komm, für ein Standard-Item reicht das immer. Vor allem, in dieser Welt werden wir, ganz genau, uns jetzt mit diesem Item hier befasst. Und zwar ist das der Hammer Brothers Tier. Das heißt, wir schmeißen auch mit Hammern rum. So wie wir das normalerweise bei den Hammerbrüdern sehen. Und, ja, ist auch dennoch auch lustig, dass wir das ja auch haben. Will ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht ausrüsten. Können wir vielleicht bei einem späteren Level gut gebrauchen. Und im Vergleich zu dem Full Tanuki Suit kann man sich mit dem Suit, also dem Hammer Brothers Suit, eher weniger wehren. Beziehungsweise nicht wirklich besser wehren! Ich frag mich immer noch, wie man da den Pilz holen kann, wenn die Plattform zu schnell ist. Müsste es aber trotzdem vorsichtig sein, denn diese Teile da, wenn man das nicht richtig abteilen kann, auch richtig schief geht. Was macht die Flamme da auf dem Boden? Denkt sich auch gerade so, hey, komm mir nicht raus und ich kann nicht sterben. Töte mich. Tue ich aber nicht, weil ich dich nicht mag. Hui. Was? Was? Aber, ich dachte, ich sei schnell genug. Was kannst du mir nicht erzählen, Spiel? Was kannst du mir wirklich nicht erzählen? Vielleicht auf Spanisch oder so, oder was weiß ich, aber nicht auf meiner Sprache, weil das sehe ich nicht ein. Und das war auch gerade wieder knapp. Well, that was awkward. Aber hoffen wir mal, dass uns das kein zweites Mal passiert. Weil ich habe jetzt schon wieder keinen Bock, bei einem Level verstecken zu müssen. Und diesmal bleibt sogar die Flamme hier stehen. Warum habe ich das eigentlich getan? Ich wollte gerade so sagen, ne, ich könnte auch eigentlich mit dem Tanuki-Suit eigentlich da runtersliden, aber... Ja, habe ich mir so eben ins Bein geschossen. So. Und jetzt haben wir es wieder zurück und diesmal haben wir nicht den gleichen Fehler begangen. Die Items ignoriere ich sowieso, weil das in den meisten Fällen sowieso nur Münzen sind. Und wir brauchen keine Münzen, wir kommen auch so bequem durchs Leben. Hallo Bum Bum! Wanna have some Bum Bum with me? Tja, deine Flügel kriegst du diesmal nicht. Aber wir haben ihm diesmal die Chance gegeben, sich ein bisschen zu bewegen, ne? Auch ein bisschen Beintraining schadet dem guten Bum Bum da nicht. Aber er ist nach wie vor immer noch keine Herausforderung von uns. Und wenn man sich auch, wenn man das Spiel, je länger man das Spiel auch spielt, desto eher realisiert man auch, dass die einfach auch keine Herausforderung mehr sind. Außer ihr habt gerade kein Item und denkt gerade so, ja gut, ich könnte jetzt ein bisschen drunk sein und vielleicht einen minimalen Fehler machen. Das könnte es dann auch für mich gewesen sein. Aber, ja, ne? Die Welt ist ja auch by the way immer noch groß. Das heißt, wir haben auch sowieso auch gleich erst die Hälfte, was das Mapping an sich angeht, erst erreicht. Und... Ach, das nenne ich eine hübsche Blume, Leute. Richtig pilzig. So, Level 4. Und es ist kein Scrolling-Level, aber auch wieder so eines dieser Levels, wo das Fallen möglich wäre. Und, oh Gott, diese Plattform machen mir jedes Mal Angst, weil damals als Kind habe ich das immer so hässlich abgetimt und bin jedes Mal runtergefallen. Es ist immer noch ein Wunder, dass ich das auch eigentlich auch so schaffen kann. So. Dann haben wir jetzt unseren Pilz gekriegt und laufen uns jetzt auch durch die Plattform ganz easy durch. So. Mehr Münzen für uns. So. Okay, bis jetzt laufen wir eigentlich ganz easy durch. Alter, was ist hier los mit mir? Wow. Hey, das hat uns ja immer noch eine Sternkarte gegeben. Weil das war jetzt eigentlich schon ein richtiges Fake-Boosting. Aber diese Plattformen haben eigentlich auch sowieso ihre Nüssigkeit, wenn man sie richtig nutzt. Zumindest in dem Level. Ansonsten ist es immer so hässlich scheiße platziert. Oje. So, dann schauen wir mal nach. Okay, One-Ups gibt es nicht zu verändern. So, Mario, es wird doch mal Zeit für dich, hier einen einzigen Powerflügel einzusagen. Deswegen sehen wir mal zu, dass es auch dann gleich da reinkommen wird. So, ich werde aber erstmal schauen. Vielleicht gibt es ja jetzt ein Item. Negativ. Das ist ein Stern. Warum war nicht wieder schlecht, ein paar Sterne zu benutzen? Wobei wir auch ein paar davon in der letzten Welt verbraucht haben. Weil wir natürlich eine gewisse Passage nicht durchgeschafft haben. Von Luigi haben wir auch zum Beispiel auch nur einen Stern.
So, warte, Luigi hat ja auch so einen Hammer. Okay, dann lassen wir das mal sein, weil ich will, dass Mario auch noch einen Hammer Brothers Duke kriegt. So, die zwei Level hier sind jetzt mehr oder weniger so Puzzle-Levels. Besonders das fünfte Level. Und hier ist es eigentlich Pflicht, einen Tanukis zu haben. Vielleicht wäre hier auch der gute Zeitpunkt gekommen, so einen Powerflügel zu essen. Ja, genau, essen. Und, fuck! Da ist zum Beispiel einer. So, perfekt. Ja, also Powerflügel einzusetzen, weil da können wir auch dauerhaft fliegen. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wir unser Item verlieren können. Aber das Gute an diesem Level ist natürlich, die haben natürlich auch daran gedacht, sollten wir irgendwie unser Item hier randomly schon verlieren, dass wir jedes Mal die Map hier nochmal betreten können, weil es gibt so eine Röhre, die bringt uns ja den Ausgang. Und wir können nochmal reingehen und die Items dann wieder resettet. Finde ich zum Beispiel ein gutes Plus hier. Und wir haben natürlich sogar schon das Ende erreicht. So, was wir jetzt brauchen, ist dieser Cooper hier. Und ein bisschen Anlauf. Weil, ich glaube, es ist hier. Nein! Als ob! Okay, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es mir gewünscht habe. Aber ihr müsst halt wissen, ne? Wenn wir halt richtig abtimen und mit Anlauf sogar darauf kommen, können wir den Cooper-Panzer dann dazu nutzen, diese kleinen Pflanzenviecher da loszuwerden, damit wir die Röhre zum Schluss doch noch betreten können. So. Und... rauf, 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 rauf. So, perfekt. Und jetzt kriegen wir dich einfach so weg. Und das war es eigentlich. Ich habe dieses Level sowieso als Kind über alles gehasst, weil ich war damals wirklich nicht so ein Fan vom Puzzle-Ding. Und ich habe damals aber wirklich nie verstanden, wie das Level funktioniert, weil ich immer so dachte, hey, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Wo ist der Ausweg? Der Ausweg ist natürlich hier. Und natürlich kriegen wir auch hier unsere Sternkarten zusammen. Aber bei Mario natürlich nicht. Diese One-Ups werden wieder schön aufgeteilt. Das verspreche ich euch. So, mein Bruder, geh aber trotzdem weg von mir. Denn jetzt wird es Zeit, dass Mario sich mal hier ein bisschen an Power-Ups bedient. Und wenn es geht, ja, sogar hier noch schön aufteilen. So, dann darf jetzt Mario das nächste Hammer Brothers Suit nehmen, weil die meisten Items im Leben bestehen nur aus Hammer Brothers Suit. Das heißt, ihr könnt jetzt euch nicht auch sozusagen, hätte jetzt keine Feuerblume. Kriegt ihr trotzdem nicht. Not this time zumindest. So, Hammer Bruder, dann wird es auch mal Zeit, dich auszuschalten. Geh weg. Ich sagte, geh weg. Danke. So, haben wir jetzt ja ein Secret Item. Oder tauchen die eigentlich immer dann noch, wenn wir gar keines haben? Meine Güte, was ist mit euch Hammer Brother los? Ich brauche diese fucking Wolke nicht. Ich glaub's einfach nicht, ne? Geht das doch schief. So, aber ich kann euch ja trotzdem mal gerade, wo ich schon mal die Wolke habe, mal zeigen, wie das überhaupt funktioniert. Und zwar, wir werden dann natürlich so aussehen wie eine Wolke, aber wenn wir zum Beispiel ein Level überspringen wollen, betreten wir das Level. Und gehen einfach drüber. Und natürlich verlieren wir unsere Wolke. Aber in dem Fall war das jetzt so ziemlich useless, was ich da gemacht habe. Dass ich das einfach so eingesetzt habe. Und ja, damit ihr aber schon mal wisst, wie das Ding überhaupt funktioniert. Für die Leute, die mit dem Spiel wirklich eher so neu vertraut sind. Und sich nicht wirklich denken können, was man damit anstellen kann. So, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich bin einfach nur rumgegangen, um mir eine Feuerblume zu holen. Und das ist wichtig. Ich sehe es als lebenswichtig an. Genauso lebenswichtig, dass ich es auch wieder verliere. So lebenswichtig ist mir das Item natürlich. Und ich frage mich natürlich wieder, warum ich das getan habe. So, aber, okay, das Level an sich ist nicht wirklich puzzelmäßig, aber, wie ihr auch sehen könnt, ne, da ist auch ein bisschen Vorsicht geboten. Besonders bei diesen ganzen Cheep-Cheeps, weil die haben natürlich auch wieder so ihre Hauptrolle in diesem Level gekriegt und denken sich so, ja, ja, da möchte ich gerne hin. Aber bitte nicht dahin. So, jetzt geben wir nochmal einen Pilz, weil das war jetzt wirklich peinlich, was ich angestellt habe. So, geh weg. Du geh auch bitte weg. Und du auch. Und das konnte ich bei ihm natürlich nicht verhindern. So. Muss man aber nebenbei anmerken, ne, das ist auch eines der längeren Levels. Zumindest kommt mir das immer so am längsten vor. Und nein, ich hasse die Passage. Nein. Nein, gebt mir weg mit euren Stachelkugeln oder Kettensägen. Ihr habt mir gesagt, dass das Stachelkugeln sind, aber sie haben schon was von einer Kettensäge. Zumindest seitlich gesehen. Hier zum Beispiel, wirf mal deine Kettensäge ab. Oh, ich hab's dir angeboten. Wolltest aber nicht auf mich hören. So, aber auch mit viel Glück haben wir dieses Level auch hinter uns gebracht. Das hätte auch schief gehen können, weil ich hätte echt keinen Bock gehabt, das Level normal zu machen. Okay, dieser Teil wäre jetzt auch erledigt. Gut, dann besuchen wir jetzt noch Level 7 und 8. Level 7, Castle und 8. Und dann gibt's natürlich noch zwei weitere Levels mit dem Schlusscastle. Jetzt, wenn wir uns doch im Nachhinein darüber nachdenken, geht die Welt eigentlich schon ziemlich schnell durch. Aber, ja, je nachdem, wie man sich halt da durchschlägt. So für First-Try-Leute, ne, die werden wahrscheinlich immer noch so ein bisschen stehen bleiben.
Aber das Spiel kann man sozusagen irgendwie so als eigenes Fleisch, also okay, nicht als eigenes Fleisch und Blut ansehen, aber man hat es einfach im Blut, wenn man das halt schon lange genug kennt und was weiß ich, wie oft schon gespielt hat. Daher bin ich auch einfach mit jeder einzelnen Systematik hier in diesem Spiel gewöhnt, aber nicht da und ich kann nicht rausgehen. das war peinlich. So viel zum Thema, das Spiel liegt mir im Blut, ne? Also, ich widerspreche mich jedes Mal an gewissen Stellen, wenn ich es mal nicht haben will. Aber heilige Scheiße, ne? Und ja, wie die Welt auch so natürlich auch haben wollte, war es ja ein Scrolling-Level. Und ich hasse Scrolling-Levels. Mein Hass kann man ja natürlich sogar schon leicht spüren. Man sieht es mir vielleicht an, auch wenn man mein Gesicht gerade nicht sieht. Aber man sieht es mir an, so. Erklärung ist trotzdem durch hier. So, okay, dann... Nein, nein, bitte. Was? Ich bin auf dich draufgesprungen. Okay, geh weg von mir. Geh einfach weg von mir. Du verdienst es nicht, in meiner Gesellschaft zu leben. Falls meine Gesellschaft auch einen interessanten Wert hat. Ist Ansichtssache eigentlich. So, okay, dann hätte ich gerne jetzt wieder einen Pilz. Nein! Pilz, wohin gehst du denn? Ich wollte nicht, dass du da hingehst. Das ist wieder gefährlich. Das ist wieder gefährlich. Das, nein, 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 das ist mir jetzt viel zu gefährlich. Solange es nicht eines wieder dieser Feuerkugeln da kommt, so wie jetzt gerade, ist ja eigentlich ja alles Paletti. Oh Gott. Nein! Was? Nein, ich habe den Schluss verkackt. Nein! Weil hier hätte ich das Ding sogar gebraucht, die Plattform, um runterzulanden. Oh, Alter, bin ich manchmal dumm, ey. Weißt du was hier, Tanuki Suit? Ich muss jetzt schon so auf Nummer sicher gehen. Oh, Alter, Falter, das geht so gar nicht weiter. Dann machen wir das jetzt halt nochmal, so. Gut, dann geben wir nochmal den Tanuki Suit für 1000 Punkte. Im Nachhinein habe ich auch jedes Mal nie wirklich so darauf geachtet, wie mein Endscore immer so steht. Weil im Spiel kann man eigentlich immer so Scores sammeln, aber... Ich weiß nicht, ich habe da wirklich nie so großen Wert drauf auf die Scores an sich gelegt, deswegen. Und jetzt, wenn ich auch mal so die Scores normal ansehe, ist eigentlich zwar okay, sechsstellig ist natürlich viel, aber so an sich gemäß, ne, kommt das einem überhaupt nicht viel vor. So, jetzt haben wir wieder gleich die Schlusspassage erreicht. Ich will nur noch nach oben gebracht werden. Perfekt. Mir ist auch irgendwie gerade aufgefallen, wenn sich die Kamera so hoch bewegt, springe ich auch irgendwie viel höher als gedacht. Zumindest kommt mir das so vor. Und heute nicht, mein Freund. Heute nicht. Mit dem Tanuki können wir auch sogar sicher auf die Röhre da kommen, weil wir auch sowieso sicherer landen werden. Danke, Notenblöcke, die einfach mal da random rumstehen. Und hier hätte ich jetzt die Vollblume gut gebraucht, weil, wie ihr auch sehen könnt... kann man sich auch natürlich hier durch gute Münzen durchbuddeln. Aber es gibt natürlich auch Gegner, die gefroren sind. Also Vorsicht mit den Feuerblumen. Man spielt nicht mit dem Feuer. Also bitte geht weg und legt sofort das Feuerzeug weg. Wichtiger Rat für die Menschheit. Ist da natürlich nichts Neues oder so. Ich bin immer auf dem neuesten Stand. Oh je. Yeah. Und die One-Ups sind natürlich wieder gleichgemäß aufgeteilt. Ich hab auch ein Bein abgekackt. Logisch gesehen. So. Okay, dann auf zum nächsten Castle. Und das ist mein Hass-Castle, weil diese ganzen Twomps hier einem sowieso nicht wirklich hier gerade zur Geburtstagsparty begrüßen wollen. Ah, Boho, halt doch einfach mal bitte den Rand, ne? Würde ich total begrüßen, wäre auch richtig Schnorke von dir. Aber, soweit so gut schlage ich mich gut. Nur das ist jetzt behindert, wenn man das jetzt nicht richtig abteilt mit dem Ducken. Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, die Lauftaste gedrückt zu halten, also die B-Taste in dem Sinne. Um halt auch wirklich auch nochmal sicher zu gehen, dass man auch schnell genug ist, weil es gibt so Momente, da schaffe ich es auch manchmal mit dem Kopf einfach auch drüber zu gehen. Also zum Beispiel, als ich so dagegen knalle hier. Dieser Buhu macht das einem manchmal echt nicht einfach. Und ich mach's mir selbst natürlich... Ich habe diese Stelle total verdrängt. Okay, das geht jetzt in die Hose. Und vor allem, na, der gute Bonbon, der kann sich jetzt aus dieser Stage hier einen Vorteil verschaffen. Denn der Bonbon ist ja rutschig und er fängt sogar mal auf eine höhere Ebene an. Bonbon, ich nehme alles zurück. Ich beleidige dich nie wieder. Oh, weißt du was, leck mich, du bist böse. Niemand mag dich. Okay, ich dachte jetzt eigentlich gerade wirklich, das könnte in die Hose gehen. Aber gut, dass wir das gerade gefirst-tried haben.
Und nochmal Kartenspielen, beziehungsweise Memories. Das darf uns natürlich nicht entgehen lassen. Und ich habe mir jetzt sogar immer noch die Positions der 10 Münzen und des einen Pilzes gemerkt. Was wir also jetzt brauchen, ist eine andere Location. Oh, vergesst, was ich gesagt habe. Das war die Feuerblume. Von wegen Pilz. So, okay, One-Up und Stern. Was haben wir hier? Pilz. Haben wir hier noch eine Feuerblume? Nicht ganz wie geplant, würde ich an der Stelle sagen. Aber ich denke, jetzt hat doch Mario genug Items eingestaubt. Ich werde wahrscheinlich auch später noch den Hammer Brothers Suit activaten. Von daher keine Sorge, meine Freunde. Und das ist so ziemlich wirklich das unlogischste Level der gesamten Welt. Und zwar, wir sind in einer Eiswelt. Wie kommt es, dass der Hügel grün ist? Wie kommt es, dass hier so alles different von einem Wintertag ist? Also da will ich jetzt wirklich aufgeklärt werden, Nintendo. Ne? Was hattet ihr euch damals dabei gedacht? Weil ich kann es nicht verstehen. Vielleicht könnt ihr es verstehen, dann würde ich mich natürlich gerne freuen, das in den Kommentaren zu lesen, wenn ihr wollt. So, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, nein, okay, oh Gott. Die Levels haben doch schon langsam ihren Level. Aber die müssen noch erstmal in meinem Level kommen. Richtiger Angebermodus wieder rausbringen. Okay, gut, dann lass mal sehen. Die One-Ups sind immer noch gleichgemäß. So. Oh, ich habe mich sogar gehört, es werden noch 4 Levels hier sein. Das heißt, sehen wir mal zu, dass wir uns da auch richtig, schnell durchschlagen. Und diesmal wird es auch wieder eine Höhle sein. Ein Unterwasserlevel, beziehungsweise. Das habe ich jetzt eigentlich auch total vergessen. Geh weg. Tja, ihr kleinen Munchers. Na, ihr könnt mich in den Hinterteil beißen. That's impossible. Wobei, das ist auch impossible aus. Ja, Spiel. Was fällt dir eigentlich ein, ne? Meine super Ausrüstung ist jetzt im Arsch. Geh weg, Oktopus! Oder Blooper! Ich habe immer noch so dieses leichte Bedürfnis, die Oktopus zu nennen. Und das ist so ziemlich der größte Fehler, den man im gesamten Spiel machen kann. Ich kann zum Beispiel den Pilz holen, aber ich fliege dann auch wieder runter. Macht also wenig, war es also eher gar keinen Unterschied, ihn jetzt zu holen oder nicht. So, da würde ich jetzt schon gerne achten, den richtigen Weg zu nehmen. Da war die Röhre wahrscheinlich gerade da oben. Ja gut, stimmt, ja. Ich erinnere mich wieder. Die Sache ist, halt, jetzt muss ich auch wieder vorsichtig hier sein. So, warst du hier? Nein, dann musst du die Röhre da oben. So, nein. Was? Ich hatte die Chance gehabt zu flüchten. Guck, der guckt mich sogar noch böse an, ey. Und ich hab's vermasselt. Ja, so viel zum Thema. Sehen wir mal zu, die Levels hier noch durchzurushen. Das wird so nicht. Vor allem, wir hatten noch sogar das Ende erreicht, aber natürlich muss ich auch wieder da mein Missgeschick-Skill hier zeigen und euch beweisen, wie dumm ich in dem Spiel manchmal sein kann. Aber das ist eigentlich normalerweise Alltag bei mir. Wisst ihr was? Ich renne jetzt durch. Ja, doch, das funktioniert. Ich dachte normalerweise, wenn ich zu wenig Tempo habe, bleibe ich irgendwie an der Kante stecken und fliege dann direkt runter. Und ich hatte auch wirklich keine Lust, von dem Mannschaft abgebissen zu werden. So, komm her. Hab dich besiegt. Und darauf geht's natürlich. Es ist auch natürlich ein bisschen Denken gefördert hier, um daraus zu finden, wo überhaupt der Ausgang ist. Aber wir haben weitere 5 One-Ups gekriegt. Sehr schön. Das hätten wir eigentlich beim letzten Versuch, wo wir die 5 Sternkappe Mario gesammelt haben, eigentlich kriegen können. Aber da war ich wohl scheinbar nicht gut genug. Okay, Luigi, da sind nur noch 3 Levels. Dreckstaste, das wollte ich nicht berühren. Mach ich das einfach schon wieder? Meine Finger können von dieser Taste einfach nicht lassen, ne? So, überlegen. Nee, wir müssen immer noch die Items hier aufhorten. Wir sollten am besten nochmal mit Luigi wieder ein paar Shops durchplündern. Damit wir auch wieder so ein paar Items kriegen, wo es auch wirklich wert ist, die einzusetzen. Meine Güte, geh weg. Da muss ein Pilz sein. Ja.
Pelz, egal wohin du gehst, lauf mir nicht davon. So, so gut ich weiß, sollte hier sogar eine Piranha-Pflanze sein. Ja. Ach, was man so alles doch im Kopf hat. Naja, aber groß abkürzen kann man da auch nicht. Man kommt halt über den Hügel oder wenn man halt den P-Switch aktiviert, kann man sich bei den schönen Münzen hier bedienen. Mehr aber auch nicht. Oh, und danke für die Feuerblume, denn hier ist jetzt natürlich Vorsicht geboten. Denn hier wird wieder mit dem Feuer gespielt, was ich wovon ich euch immer noch abrate. Also seid vorsichtig. Ich weiß aber noch nicht, ob da immer noch so ein Secret oder irgendwie so ein irgendwie so eine geheime Passage da unten ist. Weil das eigentlich, weil die Röhre ist ja voll besetzt mit den ganzen Manchas. Und Alter, das werde ich mir merken, kleines Viech. Du hast mich nicht das letzte Mal belästigt. Noch nicht. So, dann fehlen nur noch zwei Levels und jetzt boxen wir uns natürlich auch durch die ganzen Castles durch. Und hacken demnach auch das Level ab. Und entkommen demnach auch von der eisigen Kälte. Zumindest im Spiel. Im Real Life werden wir natürlich noch weitere Schwierigkeiten haben. Je nachdem, wann ihr euch das Video anseht. Wenn ihr euch das an einem heißen Sommertag gerade anseht, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft zu fliehen. Vergangenheits-Choro ist stolz auf euch. So, oh Gott, diese Plattform macht mich jedes Mal aggressiv, ey. So, dann versuchen wir jetzt auch mal unseren Tanuki-Suit noch zu behalten. So, okay, dann weiter. Ne, natürlich nicht weiter. Ohne mein Tanuki-Suit. Verdiene es nicht weiterzumachen. Ah, fuck! Die Stelle habe ich sogar total vergessen. Und zwar geht es eigentlich nur darum, die Passage, also halt die Tür da rechts zu erreichen. Und gleichzeitig noch darauf zu achten, dass sie euch die Buhus nicht anschauen. Und natürlich verschaffen wir den guten Bum-Bum ein Handicap. Denn vielleicht schafft es ja uns diesmal zu besiegen. Vor allem bei dieser engen Passage hier. Komm mal bitte in meine Seite, ey. Ich hatte es gerade richtig Angst gekriegt. Aber die Blöcke waren richtig behindert gesetzt, weil da könnte man richtig heftig kann. Sogar Bum-Bum hat es nicht mal geschafft zu springen. Habt ihr das doch sogar noch gesehen, ne? Okay. Dann wird es jetzt natürlich auch Zeit, mit Baba Luigi, ja, Richtung Airship zu gehen. Auch wenn es jedes Mal so ein Cast ist, aber so sagt natürlich hier: Hey, ich bin ein Monty-Maulwurf und ich brauche Hilfe, ich will nicht so aussehen. Bitte verwandle ihn zurück. Ja, warum habe ich mich zuerst selbst angesprochen? Ich weiß es auch nicht. Ach. Mein Hals ist gerade viel zu trocken, um die Todstimme nachzuahmen. Klingt auf jeden Fall nicht gut für meinen Hals. So. Nichtsdestotrotz stehen wir auch sowieso kurz vor dem Ende dieser Welt. Und dann gibt es ja nur noch zwei Welten abzuhacken. Und dann haben wir sozusagen das Spiel durch. Zumindest was die Originalstory angeht. Ne? Ihr wisst das, dass wir noch viel mit dem Projekt vorhaben. Denn diese E-Reader-Levels, die werden uns auf jeden Fall noch eine Last sein. Und wie gesagt, ich erkläre mich immer noch bereit, alle Levels zu spielen. Ich garantiere aber bitte keine 100%. Also ich werde das nämlich so einen Normaldurchlauf schaffen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kann ich ja stehen bleiben, aber das sind Flammteile. Wenn ich zu lange hier stehen bleibe, kommt es ja trotzdem wieder raus. Ist nicht so wie mit dem Piranha-Platz, wenn wir auf einer Röhre stehen und sie so plötzlich denken, nee, ich bleib da unten. Kann ich in den Arsch abbeißen? Ne, die fackeln uns einfach direkt ab. Ja gut, ist ja auch Feuer, wovon rede ich dann auch überhaupt? Ich meine, das sind nicht so wie diese Kerzengegner, die so abtimen können, so. Ja, er guckt weg, jetzt kann ich mich bewegen. So eine richtige Buhu-Fake-Kopie hier. So. Dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Ist da ein Item? Nein. So. Okay. Deine Bälle sind nicht wirklich begrüßend. Aber auch so ziemlich der zweitschwerste Boss in diesem ganzen Spiel. Zumindest was die Koopalings an sich angeht. Aber dich haben jetzt auch besiegt und haben den geklauten Zauberstab zurückgeholt. Hore, es wird Zeit, einen Abflug zu machen. Holy moly, wie siehst du denn aus? Oh, großartig, fantastisch, ich habe meine alte Gestalt zurück. Tausend Dank, hier ist ein Brief von der Prinzessin. Das ist immer jedes Mal der gleiche Dialog, aber ich liebe es zu tun, als wäre es mein eigener. Sei gegrüßt,
Er hat schon wieder Powerflügel gekriegt und ich hab's mit Mario wieder nicht hingekriegt. Mir geht es gut. Bitte suche die Zauberflöte. Du findest sie irgendwo in der Dunkelheit. Am Ende des dritten Levels, der ersten Welt. Anbei ein Geschenk, das dir helfen wird. Princess Toadstool. Am Ende des dritten Levels der ersten Welt. Ja, das ist sowieso wieder ein kleiner Spoiler. Weil ich weiß, wovon sie redet. Aber Welt 6 ist komplett, ne? Bleiben nur noch zwei übrig. Und die nächste Welt wird mehr inselauslastig sein. Aber auch auf jeden Fall richtig bepflanzt hier, wie ihr auch sehen könnt, die ganzen Manchas. Die fahren total auf diese geile Musik da im Hintergrund ab. Aber ja, ne? Wird doch höchstens mal den Part zu beenden, denn ich habe heute wirklich genug aufgenommen, was SMB3 angeht. Und ich hoffe, euch haben die Videos weit gefallen. Falls ja, könnt ihr es doch gerne bewerten und mir in den Kommentaren schreiben, was ihr es, wie es euch gefallen hat. So, und wir sehen uns natürlich beim nächsten Part wieder, wo wir die siebte Welt dann durchforsten werden. Und bis dahin, tschüss, tschüss, tschüss und bis zum nächsten Video. Adios!